Das ist der Ram 1500. Herzlich willkommen bei Ausfahrt TV. Bei uns erhaltet ihr die ausführlichsten Videokaufberatungen im deutschsprachigen Raum. Stets gleich aufgebaut. Könnt ihr auch ganz bequem unterschiedliche Fahrzeuge vergleichen. Kostenlos für euch dank unserem Partner leasingmarkt.de. Und hier ist der Schlüssel zu unserem heutigen Testwagen, unserem 2021 Ram 1500 Laramie Sport. Und weil es so schön ist und wir so deutsch sind, den einen Knopf habt ihr gesehen, den kann ich doppelt drücken und dann, ja, in Amerika macht man das so, damit man das Auto vorkonditionieren kann. Ne? Drückst du irgendwie, der Wagen steht in der Einfahrt, dann läuft der erstmal eine Dreiviertelstunde, damit die Klimaanlage das Auto runter klimatisieren kann. Und ich finde es gut, dass wir jetzt alle Elektroautos kaufen. Ja, so ist es. Und das kann nicht nur der Ram da, das können im Prinzip da fast alle Autos, ne? Den Fernstart. Gut, der Ram 1500 ist, wie ihr seht, ein Pickup. Selbst in Amerika nennt man diese Fahrzeuge ein Full-Size-Pickup. Eine Tonne. Das ist die Klasse, also er darf eine Tonne zuladen. So ist es One-Ton-Full-Size-Pickup. So sieht es aus. Zwei Mitbewerber hätte ich. Beide gibt es nicht offiziell auf dem deutschen Markt. Das ist einmal der Ford F150 oder das Geschwisterchen der GMC Sierra. Der Dodge Ram 1500 wurde als fünfte Produktgeneration im Januar 2018 in Detroit erstmals vorgestellt. Er wird in Michigan in den USA gebaut. Zum Zeitpunkt unseres Tests lag noch kein Euro-NCAP-Crashtest-Ergebnis vor. Ja, uns wurde der Ram von AEC Europe zur Verfügung gestellt. Das ist meines Erachtens der größte Importeur, den es gibt für diese Modelle. Und die haben uns gesagt, bei ihnen liegt der Wagen bei einem Einstiegspreis von 50.000 Euro in der Basis, ne, Basislistenpreis. Und unser Modell, was ihr hier seht, soll um die 60.000 Euro kosten. Über die Seite AEC Europe könnt ihr auch sehen, wer die Händler sind. Und da entsprechend ein Fahrzeug ordern, bestellen, konfigurieren könnt ihr in Amerika, glaube ich. Ne? Aber vorsichtig sein, denn nicht alle Optionen, die es in Amerika gibt, importieren sie dann auch so. Dafür passen sie das Auto für den europäischen Markt immer noch ein bisschen an. Das ist eigentlich auch ganz praktisch. Den Ram 1500 kann man natürlich auch leasen und zumindest ein Leasingangebot habe ich bei leasingmarkt.de, unserem Partner, gefunden. Wenn ihr euch das oder die aktuellen angucken wollt, unten der erste Link unter unserem Video bringt euch zu den Leasingangeboten. Und ich denke mal, das wird das Beste sein, was ihr kriegen könnt, denn Leasingmarkt versucht immer die besten Leasingangebote für Privatleute und Gewerbetreibende einzusammeln und kredenzt ihr euch auf ihrer Seite. Leasingmarkt.de, der erste Link hier unter dem Video. Wenn ihr nichts verpassen wollt, nicht vergessen zu abonnieren und auch schön die Glocke anmachen. Unter der Haube des 2021 Ram 1500 befindet sich ein 5,7 Liter V8 Motor. Der Verbrenner leistet 401 PS und er hat ein maximales Drehmoment von 556 Newtonmeter, welches bei 3950 Umdrehungen pro Minute anliegt. Geschaltet wird mittels 8-Gang-Automatik Automatikgetriebe, das ist ein Wandler von ZF. Im Gegensatz zum amerikanischen Markt ist kein 48 Volt Bordnetz vorhanden, also ist kein Mildhybrid. Der Motor verfügt lediglich über eine Zylinderabschaltung, um ein bisschen effizienter zu laufen. Der Testwagen hat zuschaltbaren Allradantrieb. Unser Testwagen beschleunigt von 0 auf 100 in 7,8 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 179 km/h. Der Durchschnittsverbrauch laut Hersteller nach NEFZ beträgt 14,9 Liter bei einem CO2-Ausstoß von 352 Gramm pro Kilometer. Beim WLTP habe ich nur den Verbrauch, das sind 15,6 Liter. Vollgetankt mit 98 Litern Super kommt man im Idealfall 620 Kilometer weit. Optional kann man den Ram 1500 auch noch mit einem kleineren und größeren Benziner sowie Diesel bestellen. AEC bietet in Deutschland aktuell nur den 5,7 Liter V8 an. AEC hat uns den Ram 1500 in der Ausstattungslinie Laramie Sport zur Verfügung gestellt. Aber es ist eigentlich egal, welche Ausstattungslinie ihr wählt.
Das Fahrzeug kommt immer mit Voll-LED-Scheinwerfern und unten sehen wir hier bei unserem Modell noch Nebelscheinwerfer. Insgesamt könnt ihr aus einer Palette von 7 Ausstattungslinien wählen. Das hier ist die sportlichste und es gibt auch eine offroadige und so weiter und so fort. In den niedrigen Ausstattungslinien muss das Fahrzeug mit 18 Zoll Alufelgen auskommen. Zu unserer Ausstattungslinie gehören diese 20 Zöller und bei den höheren Ausstattungslinien hat man dann 22 Zöller, die sich hier im großen Rathaus drehen. Der Wagen ist in den technischen Daten mit einer Bodenfreiheit von 222 mm angegeben. Wir haben aber eben nochmal nachgemessen, weil das hier nicht nach 20 cm aussah. Stimmt auch, es sind eher 18. Also der Spoiler hier unten, den die anderen Modelle vermutlich nicht haben, der reduziert dann die Bodenfreiheit. Kann man aber auch einfach absetzen, halt wegnehmen. Ne? Wumms. Den Ram bieten sie übrigens in Deutschland in zwei Karosserieform an, einmal als Double Cab und dann noch als Crew Cab, wo man hinten dann nur noch so eine halbe, also da kannst du auch schon sitzen, aber das ist halt nicht so komfortabel wie hier. Seht ihr nachher im Innenraum, wie komfortabel die Doppelkabine halt ist. Gut, bestellen kann man ihn in 9 Farben sogar und die Farbe unseres Testwagens, die mir hier ins Auge drückt, nennt sich Flame Red. Noch was, unser Fahrzeug ist mit der optionalen Prince LPG-Gasanlage ausgestattet. Ihr seht hier unten was, das da, das ist die eigentlich Reserveradwanne, aber da sitzt jetzt der LPG-Tank drin und hier neben der Anhängerkupplung ist die entsprechende Kupplung, wo ich dann LPG-Flüssiggas tanken kann. Das Ganze bietet AEC direkt mit an als Option. Ich glaube 5000 Euro, soll sich nach 30.000 Kilometer auch schon amortisieren, diese 5000 Euro, weil man halt wesentlich preiswerter mit Autogas unterwegs ist. Ja, und der Tank fasst 122 Liter und soll gut sein für nochmal ungefähr 400 Kilometer extra Reichweite. Ja, wollt ihr wissen, wie er sich anhört? Das können wir natürlich hier nochmal mit der Fernbedienung spielen. Aber ich starte hier mal eben hier gleichzeitig vom Innenraum. Spiel mit dem Gas ein bisschen, damit ihr den V8 mal hören könnt. Könnte man ein bisschen weitermachen, aber hier der Umwelt zuliebe lassen wir das mal. Hört sich doch ganz nett an, ganz possierlich, oder? Übrigens, das war sogar mit LPG Gas gegeben, ne? Ja, im doppelten Sinne halt. Gut, jetzt habe ich auch die ganzen Rückleuchtfunktionen schon mal einmal durchgespielt und ihr solltet gesehen haben, das sind tatsächlich auch alles LEDs, die da das Heck zum Blinken und Brennen bringen. Ja, der Witz ist, du kannst mit der Funkfernbedienung das Auto starten, aber nicht die Fenster hoch und runter fahren. Zumindest habe ich nichts in den Einstellungen gefunden oder eben in der Betriebsanleitung. Dafür kannst du das Auto natürlich aus der Ferne ver- und entriegeln. Und es gibt auch noch so einen Panik-Button. Dann fängt das Ding einfach an zu hupen. Gut, das Fahrzeug ist verriegelt und an den vorderen Türen habe ich ein schlüsselloses Zugangssystem, beziehungsweise ich brauche nur an dem Griff ziehen und schon entriegelt sich das Fahrzeug. Und wir haben hier auch eine Ram. Einstiegsleiste. Wer führt die? Ich steige ein und tatsächlich, ich benutze beim Ram immer die Leiste, weil es einfach bequemer ist. Und so kann man sich ganz gemütlich hier auf den Sitz schwingen. Es würde aber auch so gehen, weil so wirklich richtig hoch ist das nicht. Schön übrigens auch, dass sie die Möglichkeit, also man hat die Möglichkeit, sich hier am Haltegriff hochzuziehen, wie natürlich auch am Lenkrad. Aber den Haltegriff haben wir halt auf beiden Seiten. Ja, herzlich willkommen in unserem Testwagen, dem Ram 1500 Laramie Sport. Das hier ist die Ausstattungslinie. Wir haben auch keine echte Konfiguration, wo ihr gucken könnt, was kostet und was nicht dabei ist. In der Regel sind Amis aber fit to sell quasi. Also sie sind genau so, wie sie gebaut werden, wenn sie halt verkauft. Da gibt es nichts groß zu machen. Wenn dir das nicht gefällt, nimm die andere Ausstattungslinie. Ne? Eigentlich auch schön einfach, so für dich als Kunden. Ja. Gut, dann fangen wir mal an mit dem Materialcheck. Wir sitzen am Nutzfahrzeug, das dürfen wir nicht vergessen. Harter Kunststoff, das ist aber ein weiches Material, das auch. Und es zieht sich hier auch komplett rum, das Weiche. Hier dann noch mit so einer schönen hellen Naht, einer Kontrastlackierung. Aha, und hier kann ich was aufschieben. Aha, das ist aber harter Kunststoff, das ist weicher Kunststoff. Und hier im unteren Bereich haben wir auch harten Kunststoff. Jetzt kann der Alex ruhig mal zeigen, einmal kurz, wie ich hier filme.
Also hier im Fußraum haben wir Teppich und dann haben wir hier harten Kunststoff, noch mehr harten Kunststoff, noch mehr harten Kunststoff. Die Mitte oben, das weiche Material hat nur ein bisschen silberglänzend, ein bisschen hochglänzend schwarz und drumherum halt auch harter Kunststoff. Dann bis hier unten, da gibt es auch noch mal so eine Alu-Leiste, also Optik natürlich. Und der Rest hier ist weich und harter Kunststoff. Diese dezente Mittelarmlehne ist dann mit Kunstleder bezogen. Hier haben wir auch wieder die Kontrastnaht. Kunstleder haben wir aber auch an den äußeren Sitzen. Innen haben wir da ein bisschen Alcantara und ich meine, das wäre tatsächlich echtes Leder. Und hier ist dann auch nochmal der Laramie-Schriftzug. In der Tür oben wäre das Kunstleder, auch im unteren Bereich ein bisschen hochglänzend schwarz, glaube ich, ein bisschen Alcantara, ein bisschen Kunstleder und im unteren Bereich die Türtasche ist dann harter Kunststoff. Hier vorne ist aber auch weich. Die A-Säule, auch das ist harter Kunststoff. Der Himmel hingegen ist dann mit Stoff bezogen und ich spüre auch eine leichte Unterschäumung. Ja, und alle, die Vorurteile gegen Amis haben, gleich wieder so, sag ich doch, alles harter Kunststoff, Kunststoffbomber. Aber wenn ihr das vergleicht auch mit den europäischen, also deutschen oder europäischen Pickups, das sind auch Nutzfahrzeuge, da habt ihr auch eine Menge harten Kunststoff. Es ist halt so, ne? Das gehört sich so. Ich finde das hier schon ziemlich ausgewogen, der Materialmix. Aber es ist ja auch sehr viel Material, ne? Zum Auswiegen. Ausgewogen sein. Ihr wisst, was ich meine. Ja, wenn man das Auto mit der Funkfernbedienung noch nicht gestartet hat, gibt es hier den Startknopf und die Systeme Erwachen zu leben. Ganz oben drauf haben wir den Warnblinkschalter hier. Darunter dann das Display und das zieht sich bis da unten hin. Darum springe ich erstmal kurz rüber. Lüftungsdüsen haben wir, die können wir frei verstellen und auch den Luftstrom hier frei regeln. Gilt natürlich auch für die äußeren Lüftungsdüsen. Dann haben wir hier neben dem Display die Steuerung für die Klimaanlage. Und hier genauso da noch Frontbelüftung und Heckscheibenheizung, AC an, aus und ja, Luftumwälzung halt. Hier unten dann die Steuerung der Klimaanlage nochmal. Da gibt es zwei Screens, die ich nutzen kann. Unter anderem kann ich hier auch High, Medium, Low, also das ist ja auch so ein bisschen neu für die Amis, drei Stufen für die Sitzheizung und auch drei Stufen für die Sitzbelüftung. Parallel kann man das allerdings nicht machen und es gibt eine Lenkradheizung, die ich allerdings nur an- und ausschalten kann. Die Sitzheizung habe ich ausprobiert, wird wohlig warm, aber zu keiner Zeit heiß. Ja, und das ist dann halt der richtige Screen. Das Ganze kann man hier unten auch noch anspringen, gibt es dann so unterschiedliche Sachen noch. Hier ist dann die Rückfahrkamera, kann ich noch aktivieren, passt da eigentlich gar nicht. Den Spiegel kann ich abblenden, wenn ich möchte, auf Knopfdruck hier, auf Software-Knopfdruck und egal. Gut, dann gibt es hier noch, kann ich sagen, ich bin im Anhängerbetrieb. Ich möchte das ESC rausregeln. Ich möchte die Parkpiepser deaktivieren, hinten und vorne getrennt. Das finde ich hingegen wieder richtig clever. Ja, dann links neben dem Infotainment-System kann ich die Fahrstufen wählen. Ne? Brumm, brumm, brumm. Und das Allradprogramm, Four-Wheel Drive Auto, Hinterradantrieb. Und dann gibt es auch noch ein Low Range und hier kann ich das Getriebe zur Not in Neutral bringen, wenn es irgendwie einen Softwarefehler gibt. So sieht das Lenkrad aus. Hier, ne, mit dem RAM. Das ist schon schön, ne? Mit Leder ist es bezogen, ist auch schön weich, das Leder. Und wir haben hier auch ein Multifunktionslenkrad. Hier kann ich das digitale Display beeinflussen, noch Telefonate annehmen und beenden und die Sprachsteuerung aktivieren. Und auf der Gegenseite stelle ich den adaptiven Tempomaten. Hier unten kann ich die Gänge vorwählen. Soll heißen, wenn ich im 8. fahre und will gleich runterschalten, im Prinzip macht das nur wirklich viel Sinn bei im Anhängerbetrieb, wenn das Auto voll beladen ist, dann kann man das hier entsprechend vorregeln. Ja, meine Finger spüren hier auch was. Nämlich hier haben wir noch so Art Schaltwippen, ne? So sieht das aus, irgendwie mit drei Kontaktflächen. Hier in der Mitte kann ich die Tonquelle ändern, AM, FM und so weiter und über die Wippe die Lautstärke regeln. Auf der anderen Seite kann ich über die Wippe Lieder und Sender skippen.
Ja, in der Lenkstocksäule rechts ist mal gar nichts. Links hingegen haben wir den Blinkerschalter, Lichthupe, Fernlicht natürlich. Und hier durch Drehen bzw. Drücken kann ich dann auch den Scheibenwischer vorne aktivieren. Links neben dem Lenkrad, das hier ist die Prinzgasanlage. Die piept gerade, weil sie sich meldet und sagt hier, Mensch, ich habe doch gar kein LPG mehr im Tank. Dann kann ich hier Cockpithelligkeit und Schalterhelligkeit beeinflussen. Das ist der Lichtschalter. Unter anderem kann ich dann hier auch Nebelschlussleuchten und Fernlicht und so schalten. Und das ist die Leuchte hinten für die Ladefläche. Jetzt lasse ich noch mal ein bisschen Licht rein. Einmal hier die elektrische Feststellbremse. Und das ist auch typisch amerikanisch. Ne? Ich kann die Pedale verstellen. Kann ich also hin und her fahren, die Pedale. Das wird gemacht, weil ja ganz unterschiedliche Personen diese Trucks fahren und damit das alles gut funktioniert. In der Tür vom Türöffner habe ich hier zweifach die Möglichkeit, meine Sitzposition abzuspeichern. Dann habe ich hier die Wippe der Zentralverriegelung. Ich habe die vier elektrischen Fensterheber. Die hinteren kann ich sperren, wenn ich möchte. Dann ist hier die Spiegelverstellung und auf Knopfdruck kann ich die Spiegel auch anklappen lassen. Und das ist, weiß Gott, nicht sinnlos, denn der Wagen ist 2,47 Meter breit und ja. Da ist es gut, wenn man die Spiegel mal zur Seite fahren kann. Eine Kleinigkeit noch, die ich sonst später zeigen würde. Hier habe ich eine Wippe und auch das ist ein elektrischer Fensterheber quasi, ein elektrischer Fensterschieber. Nämlich hinten da mittig kann ich das elektrisch auffahren, um dann noch ein bisschen mehr Luft von hinten zu bekommen. Das ist eigentlich ganz nett. Ich mag das. Und hier oben habe ich im Übrigen noch die Möglichkeit, die Heckklappe zu öffnen. Also wenn ich den Deckel nicht drauf hätte, könnte ich das über diese Taste einfach die Klappe öffnen. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, wird so ein bisschen lächerlich, aber ich bin 1,80 Meter groß. Ich presse mich mal in den Sitz. Kopfschütze ist ganz ausgefahren und bekomme hier mehr als eine Faust zwischen meinem Kopf und den Himmel. Und wenn ich meinen Kopf drehe, ich habe hier genug Kopffreiheit. Die Mittelarmlehne, da kann eine ganze Familie ihren Arm drauf ablegen. Auf jeden Fall Fahrer und Beifahrer. Ich habe hier wirklich wahnsinnig viel Platz, auch gerade zu meinem Sitznachbarn. Eigentlich könnte zwischen uns noch eine Person sitzen. Und ich sag mal so, hinten sitzen drei Personen, mit Kindersitz können die da sitzen. Da können hier vorne theoretisch auch drei Personen sitzen. Ich habe hier in diesem Auto Platz ohne Ende. Der Blick nach vorne, ja, einmal habe ich hier diesen Block, der stört mich in meinem freien Blick. Ich freue mich aber immer, wenn ich hier sehe Ram und dann das Alpine-Logo noch sehe, weil als ich aufgewachsen bin, war Alpine halt hier so eine ganz große Marke, die jeder Golf-GDI-Fahrer hinten auf der Heckscheibe auch gefahren hat oder Kenwood hat. Und der Blick nach vorne, dann habe ich noch die Hutze hier mit dieser Plastikverkleidung in Schwarz da drauf. Ich glaube, für so einen normalen Mitteleuropäer, der weiß gar nicht, der ist völlig überfordert, was er denken soll. Aber alleine hier hinzugucken, weiß er, eben Platz ohne Ende in der Hütte. So ist es. Ja, die Sitze sind elektrisch verstellbar, vor, zurück. Vorne kann ich kippen und den Sitz im Ganzen heben und senken. Dazu noch die Lehne verstellen und ich habe eine Lordosestütze, die ich auch in alle vier Richtungen bewegen kann. Ich muss allerdings gestehen, wir sind gestern in dem Auto, ich glaube, 3 Stunden am Stück gefahren. Und als ich ausgestiegen bin, habe ich schon gemerkt, so nochmal 2 Stunden hast du eigentlich gar keine Lust. Ne? Also dann möchtest du lieber ein Päuschen machen. Für mich heißt das, ich habe einen relativ empfindlichen Rücken. Die Sitze sind okay, aber nicht gut. Ne? Und ab und zu willst du einfach mal ein Päuschen haben. Das ist ja auch okay. So, und jetzt kickt gerade die Sitzheizung wieder ein. Ich mache die mal aus. Wird also schön warm, mehr, ein bisschen mehr als warm, aber auch nicht wirklich heiß. Gut, dann stelle ich einmal das Auto aus. Dann seht ihr auch, wie, was hier passiert ist, wie das sich dann verhält. Und dann starte ich den nochmal. Hier eine nette Animation zum Anfang. Bisschen Gebimmel, ein bisschen Zeiger bewegen sich. Wir haben also hier erstmal ein klassisches Rundinstrument mit dem Drehzahlmesser. Darin eingebettet die Kühlwassertemperaturanzeige. Auf der Gegenseite Tachometer und Tankanzeige. Und das, was ihr hier in der Mitte seht, ist dann halt der Bordcomputer. Hier unten erstmal die Gesamtlaufleistung, digitale Geschwindigkeit ist klar, das Fahrprogramm, die Reichweite mit dem Tankinhalt, die Öltemperatur habe ich hier, die Batterie, der Batteriezustand und das ist das Menü. Da kann ich mich jetzt auch mal durchbewegen, kann ich hier hoch und runter gehen. Und dann seht ihr immer oben eine Überschrift, das ist Seite 2 und unten gibt es dann noch so Kuller.
Hier nochmal zurück auf 1 Speedometer. Kann ich auch umstellen auf Miles per Hour. So, und jetzt kann ich hier noch seitlich durchmarschieren. Das mache ich auch. Und wenn es euch wirklich interessiert, macht Slow Motion oder haltet einfach mal an. Ich will euch das halt nur zeigen. Allradantriebsstrang. Dann ein bisschen Verbrauch. Das ist das, was wir gestern gefahren sind, meine ich. Ja, da passiert nichts. Da kann ich nur noch was hinzusuchen. Und dann sind wir auch schon durch mit dem Ganzen. Ja, da habe ich noch einen Kompass und die Außentemperatur wird mir auch noch angezeigt. Und damit habe ich das ganze Ram-Cockpit einmal abgedeckt. Machen wir weiter. Gigantismus. Es ist gar nicht so einfach, hier an der B-Säule vorbeizusehen. Und auch die A-Säulen sind alles andere als zierlich. Vor allen Dingen ganz schön weit weg. Da seid ihr. Hallo, Echo. Nein, gut. Und B-Säule ist in Ordnung, C-Säule ist auch okay. Und da seht ihr dann hinten noch diesen riesen Kasten hinten dran, dass man also eigentlich kaum sieht, wo das Fahrzeug wirklich richtig zu Ende ist. Toter Winkel hin oder her, trotzdem schaut man gut in den Außenspiegel. Und das ist das Schöne, die sind ja richtig groß und man sieht eine ganze Menge. Und ich finde auch diesen kleinen Spiegel da, diesen Zerrspiegel, nochmal richtig klasse. Der gibt dir gerade beim Abbiegen nochmal eine extra Sicherheit. Nicht, dass sich da jemand neben deinem Auto versteckt hat und irgendwie abbiegen will, also dass du den bloß nicht überfährst. Ja, ein Blick in den Innenspiegel zeigt dir eigentlich nur, dass du diesen Deckel da drauf hast und dass der hinten eine Spoilerkante hat und sonst siehst du eigentlich nicht allzu viel. Gerade wenn die PKWs ein bisschen dichter auffahren, nimmst du die da hinten kaum noch wahr. Und jetzt hier einmal in Reverse gesetzt. Dann gibt es hier auch die Kameraperspektive. Auch schön mit der Anhängersteuerung, mit der Mittellinie da, die mitlenkt, genauso wie die äußeren Sitze. Und ich habe hier noch die Möglichkeit ranzuzoomen für die Anhängerkupplung. Ja, ne? Schick, oder? Ganz schön viel hier alles. Gut, was noch fehlt, ist die Hupe. Jetzt blamier dich nicht, Auto. Ja, kann man schon machen. Schöne Fanfare, ne? Gut, dann zeige ich euch hier einmal die Ablagen im Fahrzeug. Das kann ein wenig länger dauern. Wir haben einiges zu zeigen. Ich fange wie immer an mit den Türtaschen. Hallo Türtaschen, hallo Jan, Echo. Die sind ganz schön groß, da passt eine ganze Menge rein. Unter anderem ist hier ein Getränkehalter mit unterschiedlich großen Öffnungen. Da habe ich meine beiden Musterflaschen drin. Ich bin ja ein Partner von Y-Food, die geben mir immer schön Essen trinken, ne? Weil das ist eine ausgewogene Trinkmahlzeit. Hier Geschmacksrichtung Vanille in vegan. 500 Milliliter haben 500 Kalorien, dafür sind jede Menge Mineralstoffe und Vitamine mit an Bord. Für mich also der optimale Ersatz für den Gang in den Fastfood-Tempel. Hier weiß ich genau, was ich zu mir nehme. Dass das gesund ist, weitestgehend auch, dass ich zumindest die wichtigen Inhaltsstoffe zu mir nehme, die ich brauche. Und ich weiß genau, wie viele Kalorien ich zu mir nehme, finde ich noch viel wichtiger. Ja, die beiden Behälter passen hier gut in den Kasten und davor und dahinter habe ich auch noch jede Menge Platz. Da gibt es hier unten noch ein Fach. Ja, das passt nicht ganz, aber fast. Auch da haben wir noch ein bisschen Platz, was zu verstauen. Hier im oberen Bereich haben wir den REM-Schriftzug. Da gibt es dann auch noch mal eine kleine Ablage. Und zu der Ablage gibt es auch noch einen 12-Volt-Anschluss. Ja, und wenn man genau guckt, man kann hier tatsächlich sein Handy reinklemmen. Natürlich nicht so wirklich zur Bedienung gedacht, aber so hätte man es zumindest im Blick. Dann wird es allerdings nicht geladen. Ja, die nächste Ablage ist dann hier. Hier kann ich zwei Telefone in so Schalen klemmen. Bevor ich die dann leerlaufen lasse, habe ich hier vier Steckplätze, vier USB-Steckplätze, um die entsprechend laden zu können oder auch mit dem Infotainment zu verbinden. Und dazu ist hier auch noch ein AUX-In-Anschluss mit dabei. Und hier kann man schön runterfädeln und hochfädeln und das Ganze wird hier auch noch gut gehalten. Dann, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll. Nein, ich weiß schon. Also, wir haben hier die Mittelarmlehne. Die kann ich aufklappen einmal. Hier auch nochmal einen USB-Anschluss, ne, wenn du ein Handy hier drin laden möchtest. Und dann kann ich das Ganze nochmal hochklappen, zweimal. Und das ist ein Schlitten. Der Schlitten fährt hier vor und zurück.
denn hier unten habe ich noch jede Menge Platz. Und zwar richtig viel, wenn ihr das euch mal anseht. Nur mal so, hier die Flaschen spielen verstecken quasi. Ne? Also eigentlich sind die kaum zu sehen, weil hier so viel Platz ist. Hier habe ich auch noch zwei Getränkehalter, jeweils mit drei Luftblasen als Abstandshalter. Und auch nur noch mal hier, das ist einfach Platz ohne Ende hier. Ne? Platz ohne Ende. Und man hat hier sogar noch Dinger, die man hochklappen kann. Kann man das sehen? Ich muss mal hier von der Seite rangehen, um das Ganze hier zu unterteilen, damit nicht alles durch die Gegend fliegt. Und hier bis dahin kannst du es beladen und darin kommt die Schublade, ne, und macht das dicht. Ja, Dinge, die einfach begeistern. Jetzt nochmal hier die große Flasche sitzt, passt, wackelt, hat ein bisschen Luft. Die kleine schlackert hin, hat aber überhaupt keine Chance rauszukippeln, weil das Ding halt auch so groß ist. Ne? Und selbst hier diese Ablage kann ich noch nutzen und beide Flaschen darin ablegen. Dann mache ich das zu und alles ist ordentlich und verstaut. Dann hatte ich ja eben schon gezeigt, hier gibt es ein Knöpfchen. Da öffnet sich dann ein optionales Handschuhfach. Das ist jetzt nicht so riesengroß, aber für deutsche Verhältnisse ist das riesengroß. Ne? Nur das optionale Fach, da passt schon eine ganze Menge rein. Und dann kann ich das hier unten noch öffnen, das Bordmaterial verstauen und habe daneben halt auch noch jede Menge Platz für dies, das und jenes. Das Handschuhfach ist im Übrigen auch abschließbar. Hier an der Rückseite der Sonnenblende habe ich einen Clip, da kann ich Tickets einhängen, wenn ich möchte. Die Sonnenblende kann ich natürlich auch runterklappen. Hier habe ich einen Make-up-Spiegel mit zwei Lämpchen, die den beleuchten. Der Make-up-Spiegel allerdings nur mittelgroß. Jetzt kann ich die ganze Sonnenblende hier auch rüberklappen und das ist ein Amerikaner selbstverständlich auch nach hinten ausziehen. Ne? Zack, zack. Und dann kommt hier nur noch ganz wenig Sonne von der Seite hinein. In der Dachkonsole habe ich Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer. Und wenn ich die Tür mal öffne, dann seht ihr, das ist dann auch die Einstiegsbeleuchtung. Dann präsentiere ich euch noch einmal das Infotainment-System. Zumindest rudimentär die wichtigsten Funktionen bespreche ich einmal durch. So sieht das Ganze aus. Das ist ein Bildschirm, ein großer Bildschirm und über die Home-Taste kommt man immer hin und her. Apple CarPlay, ich habe mein Handy hier verbunden mit dem USB-Kabel, ist dann auch mit am Start und wird entsprechend vollflächig auch angezeigt. Jetzt habe ich hier unten auch noch Kurzwahlziele, ne, die ich anspringen kann, wenn ich möchte. Mal sind es Pop-up-Fenster, mal sind es ganze Screens. Mal sind es irgendwelche App-Sammlungen, das ist ja so. Oder auch die Rückfahrkamera, auch die kann ich hier einfach starten und da oben beenden. Gut, fangen wir mal im Bereich Medien an, das mache ich ja immer ganz gerne. Jetzt habe ich einmal die Möglichkeit, hier die Quelle zu wählen. Kann sagen USB, Bluetooth, AM, FM oder Klinke. DAB gibt es nicht, das würde in Amerika ja Sirius heißen. Wir können aber beide USB-Anschlüsse anspringen und nutzen. FM habe ich also die Möglichkeit, jetzt hier Sender zu suchen. Da würde er mir jetzt eigentlich alles anzeigen, was er hier so gefunden hat in Belgien. Und wenn ich dann wieder zurückgehe, ich höre jetzt den Sender, dann kann ich mir den auch, wenn ich möchte, hier auf der 12 ablegen, wollte ich sagen. So geht es natürlich nicht. Da hätte ich länger drauf bleiben müssen. Ja, eine Karte kann man sich auch immer noch einblenden. Warum, wieso, auch immer. Es ist ja egal. So, jetzt nochmal. 87,5 möchte ich hier abgelegt haben. Wahrscheinlich geht das nicht. Doch, geht das. Zack, habe ich gedrückt. Ich dachte, weil es vorne schon abgelegt ist. Ja, dann kann ich das natürlich manuell noch einstellen. Das möchte ich aber auch nicht. Unter Peer Audio Einstellungen, das ist vielleicht nochmal ganz interessant. Kann einen Fader nutzen. Ich habe hier ein Equalizer und die üblichen sonstigen Funktionen. Unter anderem kann ich aber auch Surround Sound an- oder ausschalten. Und es gibt noch eine Autoplay-Funktion. Ja, Amerikaner in Amerika üblich ist immer ganz lustig. Ne? Ich kann File zurückmachen, hoppla. Ich kann aber genauso weg-Xen. Ne? Es kommt immer, man kommt immer zur gleichen Seite. Hier unten kann man noch hin und her skippen. Gut, Steuerung ist klar, das hatte ich euch eben schon einmal gezeigt. Klimaanlage, denke ich, ist auch recht selbsterklärend, da oben mit den Zusatzfunktionen. Die Apps, so viele haben wir gar nicht, Apple CarPlay habe ich eben schon gehabt.
ABS-Z kann ich hier auch nochmal machen. Das hatten wir alles. Und dann haben wir auch schon hier die Navigation. Und die fragt mich, wohin soll es gehen? Und auch das wieder, ne, ich kann natürlich auch hier oben draufklicken, um zu suchen. Sag jetzt mal, ich möchte in die Werterstraße 42 in Bielefeld. Habe ich, glaube ich, schon lange nicht mehr so gezogen. Dann sage ich suchen und er findet keine Ergebnisse. Hat aber auch eben gezeigt, er hat irgendwie kein Netz. Das ist ein bisschen schade. Dann nehme ich doch nicht die Freisuche, sondern die Wohinsuche, denn hier habe ich die Möglichkeit, eine Adresse anzugeben, unter anderem eine andere Stadt, vor allen Dingen aber auch ein anderes Land. Und dann sage ich jetzt, ich möchte natürlich nach Deutschland zurück, ins schöne Bielefeld, jetzt nur die Stadt. Hat er gefunden. In die Werterstraße will ich, ne? Mit der Hausnummer, nein, falsch, 42. Soll mir das auf der Karte anzeigen, das ist richtig. Und, ach, da unten auswählen. Und dann kann das losgehen. Ort ansteuern. Berechnung läuft. 390 Kilometer, 4 Stunden, 10 Minuten, 19.21 Uhr bin ich zu Hause. Bin ich natürlich nicht, weil noch geht es nicht los. Jetzt drücke ich auf los. Bitte begeben Sie sich zur hervorgehobenen Route. Ja, und ich stehe hier in der Walachei. Da muss ich erstmal zur Straße fahren. Gut, hier oben 390 Kilometer, 19.20 Uhr ist klar. Bitte begeben Sie sich zur hervorgehobenen Route. Dann kann ich hier noch rauszoomen. Ich kann sagen, was gezeigt werden soll und ich kann zwischen 2D und 3D hin und her schalten. Um die Route abzubrechen, drücke ich da oben einfach. Spracherkennung gab es auch. Drücke ich mal. Suche Adresse. Buchstabieren Sie den Namen der Stadt. Bielefeld. Sie eine Nummer aus oder sagen Sie nächste Seite, vorherige Seite oder zurück. Oder Abbruch, weil da habe ich keinen Bock zu. Das machen wir nicht. Das dauert mir zu lange. Ja, scheint zu gehen, aber finde ich jetzt von der Grundsache nicht befriedigend. Dann würde ich ja eher Siri sagen, fahr mich nach Hause. Das geht dann halt schneller. Gut, soweit, so gut. Und ehe ich es vergesse, wir haben hier auch einen Lautstrecke-Drehregler tatsächlich und einen Drehregler zum Tunen. Ich kann das System hier auf Knopfdruck muten und den Bildschirm auch einfach deaktivieren. Das Fahrzeug kommt mit dem Alpine Premium Sound System. Das hört sich sehr ordentlich an. Natürlich amerikanisch angehaucht, sehr basslastig. Höhen, die sind auch sehr präsent dabei. Die Mitten fallen leider so ein bisschen hinten raus. Aber man kann hier richtig aufreißen, hat eine Bühne. Hat schön Bassdruck, das ist schon ordentlich. Also man kann hier Spaß haben beim Musik hören, wenn man eh nicht so schnell fährt, ist das Rock'n'Roll. Ja, die Tür lässt es schon erahnen. Man hat doch ziemlich viel Platz auf der zweiten Sitzreihe oder auf der Rücksitzbank in der zweiten Sitzreihe. Das würde ich euch ganz gern hier einmal zeigen und auch die üppige Ausstattung. Ja, auch hinten habe ich hier den Haltegriff zum Einsteigen und auch hinten finde ich es eigentlich bequemer und angenehmer, wenn ich die Trittleiste nutze. Wofür ist er denn sonst da, ne? Schön hier auch zu sehen, wie weit die Tür öffnet. Fast so ein 85-Grad-Winkel, das wird wahrscheinlich einer sein. Das finde ich schon super, gerade wenn man hier größere Sachen einladen will. Das zeige ich euch nachher auch nochmal im Rahmen des Kofferraumchecks. Ja, es ist hier hinten fast so ein bisschen muckelig dunkel, aber das schadet ja nichts, oder? Ich mal Licht anmachen. ich sitze hier super. Es ist wirklich ein Träumchen, wie man hier sitzt. Also das ist bequem auf der einen Seite und ich habe, nein, meine Füße kann ich nicht unter den Fahrersitz schieben. Ist aber überhaupt kein Drama, weil ich die Beine extrem strecken muss, um überhaupt hinzukommen. Und selbst wenn ich die Beine mal ausstrecken wollen würde, würde das auch noch so gehen. Ne? Das ist wirklich angenehm. Kopffreiheit können wir gerne auch noch mal ausprobieren. Ist gar nicht so viel, ne?
Zwei flache Hände kriege ich jetzt nur zwischen, weil das ja auch so gewölbt ist, aber egal. Wenn ich meinen Kopf zur Seite drehe, stoße ich auch nirgends an. Der Fahrersitz ist im Übrigen auf mich eingestellt. Das ist schon faszinierend hier, oder? Jetzt mal ganz im Ernst, komm mal Butter bei den Fische, mal runter in die Kommentare. Wetter, der Wagen hat wirklich Platz auf der Rücksitzbank. Würde ich ganz gerne mal lesen, damit ich weiß, ich bin nicht der Einzige, der hier quasi Bauklötze staunt und völlig begeistert ist vom Platzangebot. Vielen Dank. Gut, also Platz kann tanzen, alles super, läuft, läuft wirklich. Dann schauen wir mal weiter hier. Zwar auch hier in die Türtaschen. Beide Flaschen habe ich hier nicht mal total verloren, was man noch mal gucken könnte. Aber ich komme hier selbst auch bei geschlossener Tür ganz entspannt dran. Das ist schon mal schön. Hier oben ist dann auch noch mal ein Fach. Da bekomme ich aber weder die eine noch die andere Flasche abgelegt. Dramatisch. Ja, ein Fensterheber gibt es natürlich auch. Und hier seht ihr, die Fenster lassen sich vollständig versenken. Kein Dreiecksfenster, kein Witz. Ja, das ist halt, wenn man so ein riesiges Auto hat. Dafür Donnerschock und schwere Not. Es gibt keinen Einklemmschutz, weil hier auch keine Automatikfunktion. Am Himmel habe ich ja, einen Kleiderhaken, kann man das schon nicht mehr nennen für ein Auto, aber das ist halt ein Kleiderhaken, so sieht er aus. Wir haben keine Leseleuchten, das finde ich wirklich ein bisschen schwach, sondern wirklich nur die Einstiegsbeleuchtung. Dann gibt es hier einen großen Haltegriff zum Einsteigen, den hatte ich aber auch schon erwähnt. Und hier jetzt eine große Zeitungstasche, wo man die in der A4 hochkant und quer hineinbekommt. Das ist die Mittelkonsole, ja, da haben wir auch einiges an Platz. Ne? Erstmal hier die Möglichkeit, was reinzuschieben, aber das geht auch nicht wahnsinnig weit. Dann haben wir wieder hier 4 USB-Anschlüsse, dann nochmal eine richtige amerikanische Steckdose. Und Lüftungsdüsen habe ich hier auch, die ich frei verstellen kann, auch mit dem Drehrad für den Luftstrom. Dann gibt es hier 2 Getränkehalter mit jeweils 4 Blasen als Abstandshalter. Die große Wildfood-Flasche, die passt hier super. Die kleine schlackert ein bisschen rum, macht aber nichts. Und dazwischen könnte ich auch noch irgendwas stecken. Ja, dann denkt man ja hier, was ist sonst noch los? Und bäm, hast du hier nochmal eine Armlehne und auch hier nochmal Getränkehalter mit 3 Abstandshaltern. Dann nehme ich hier wieder meine Musterflaschen. Der halbe Liter sitzt super. Die kleine Flasche wieder ein bisschen lose, lasse ich die mal weg. Dann kann ich das hier noch aufklappen. Hier habe ich ein Fach. Eine Stiftablage gibt es hier auch noch. Das ist schon alles großzügig hier. Großzügig. Ja, die Mittelarmlehne kann ich natürlich genauso wie vorne als solche nutzen. Pornös geradezu. Ich kann aber auch das Ganze hochklappen und mich dann hier auf den mittleren Sitz setzen. Und hier in diesem Fahrzeug können 3 Personen meiner Statur locker nebeneinander sitzen. Hip hip hurra, hatten wir in der Form auch schon lange nicht mehr, ist aber eben so und so soll es auch sein. Gut, jetzt bin ich nochmal eben ausgestiegen, um euch zu zeigen. Den Sitz kann ich auch einfach so hochklappen, dann hält der auch gut. Dann habe ich hier schon mal einen Taschenhaken. Hier hingegen kann ich die Matte einmal anheben. Und dann gibt es ein Fach, das mag der Alex ganz besonders. Er sagt nämlich, das ist wasserdicht, da kann man Eiswürfel reinlegen und dann schon mal das Bier kühlen. Zudem gibt es hier auch noch mal 2 Zuösen. Und das funktioniert natürlich hier auf der Seite genauso. Auch hier habe ich noch mal einen Taschenhaken und auch hier kann ich das Fach befüllen, wenn ich den möchte. Die Gurtlänge hier hinten ist gar nicht mal so üppig wie das restliche Auto, aber man kann trotzdem Kindersitze und Babyschalen bequem anschnallen. Die Tür öffnet schön weit, 85 Grad schätze ich mal, da kriegt man auch die größten Kindersitze locker eingeladen. Die gehen halt so weit auf, dass man hier den Laderaum auch gut beladen kann. Ja, Manko, wir haben hier kein Einklemmschutz bei den elektrischen Fenstern. Da müsst ihr also auf die Kinder Acht geben, nicht, dass die sich selbst wehtun oder noch schlimmer, ihr denen wehtut, weil ihr das Fenster hochmacht und die haben noch ihre Fingerchen dazwischen. Wobei, kommen die da mit ihren Fingerchen ran? Ich glaube es kaum. Die Isofix-Halterungen befinden sich hier direkt einfach zwischen den Polstern und wir haben Isofix-Halterungen an allen 3 Sitzen. Hier ist zumindest auch eine und da hinten. Wo ist denn das Pendant? Ich glaube, da hinten ist das, da komme ich ja, da gibt es, läuft.
Die Gurtpeitschen hingegen, die sind lose. Da könnten kleine Kinder also Probleme haben, sich selbstständig anzuschnallen. Ja, die Kindersicherung kann ich auch hier für die Türen aktivieren, indem ich den Schlüsselbart aus dem Funkschlüssel rausfriemel, hier einmal überschließe. Zur Not tut es aber auch ein Schlitzschraubenzieher. Wir haben leider keine Isofix-Halterung auf dem Beifahrersitz. Gut, der Deckel, der das Heck hier ziert, beziehungsweise die Ladefläche, der ist natürlich optional. Fährt auf und das war's auch schon. Was ich aber spannend finde, hätten wir den nicht drauf, könnte ich hier wieder mit der Funkfernbedienung drücken, zweimal. Und dann geht die Klappe hier schön auf. Ne? Ja, so sieht das aus. Einklemmschutz brauchen wir das nicht, weil das ist nur mechanisch. Es wird quasi entriegelt und fällt dann auf. Ihr könnt natürlich gerade für die Ladefläche die euch unterschiedliche Optionen noch überlegen. Man kann natürlich ein großes Hardtop auch nehmen. Das finde ich immer ganz gut. Dann hast du einen riesigen abgeschlossenen Kofferraum. Was ich aber positiv finde, ich meine hier der Kunststoffeinsatz, der ist schon serienmäßig dabei. Da sind ja ganz viele andere Hersteller dabei, dass sie dir eine lackierte Ladefläche tatsächlich verkaufen und für so ein Inlay zahlst du dann gut und gerne nochmal einen Tausender oder so Aufpreis. Die Ladefläche hat ein Volumen von 1526 Litern. Wir haben für euch nachgemessen, wir haben eine Tiefe hier von 164 cm, dann eine Höhe von 53 cm und zwischen den Radkästen haben wir 129 cm Platz und die Breite generell würde ich mit 1,68 m angeben. Ja, und nur damit ihr nicht denkt, ich wäre hier zu faul, euch das nochmal zu zeigen. Hier haben wir lustige Becherhalter im Prinzip. Ne? Wenn man hier auf der Klappe sitzt, kann man hier halt seine Gefäße abstellen. Dann gibt es zur Ösen 4 Stück. Da hinten die Löcher seht ihr auch. Und das war's dann auch. Ne? Das sind hier die Verschraubungen von dem oberen Kasten. Der hat natürlich noch ein bisschen Strom und so. Und das war's. Aber wir haben hier keinen tatsächlich 12-Volt-Anschluss oder ähnliches. Die ist also relativ schlicht gehalten bis eben auf die Kunststoffverkleidung. 1095 Kilogramm dürfen wir zuladen hier bei unserem Testwagen. Davon darf man vermutlich was aufs Dach schnallen, aber wir haben keinen Wert dafür gefunden. Ich würde mal 100 Kilogramm tippen. Optional kann man sich hier diese Anhängerkupplung auch montieren lassen. Die hat eine Stützlast von 190 Kilogramm. Da kann man also auch ein leichtes Motorrad draufstellen und mit der darf man dann Anhänger ziehen mit Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen, yay, wenn der Anhänger gebremst ist. Wenn er nicht gebremst ist, sind es die üblichen 750 Kilogramm. Ja, herzlich willkommen zu meinem Fahreindruck hier mit dem Dodge Ram. Wir sind nicht in Bielefeld unterwegs, wir waren gerade in Brüssel und fahren zurück. Und ich wollte halt das Auto noch mal ein bisschen gefahren sein, bevor ich hier euch erzähle, wie es sich denn fährt. Und ich muss hier leider so ein bisschen auf die Wiese ausweichen, denn wir haben einen Wendekreis von 13,7 Meter, fast 14 Meter. Das macht wenig Spaß, um ehrlich zu sein. So, und jetzt ich hoffe, fertig damit. Die Unterstützung der Servolenkung ist aber sehr angenehm. Und wenn ich hier mal im Stand drehe, eine Lenkradumdrehung und eine halbe, das heißt drei Lenkradumdrehungen von Lenkanschlag zu Lenkanschlag. Wir sollten stets im Hinterkopf behalten, dass wir hier ein Nutzfahrzeug fahren und kein PKW. Das ist nun mal so. Was ganz interessant ist, das Fahrzeug hat ein Trockengewicht von 2,4 Tonnen. Der V8 bringt eine Leistung mit von 401 PS. Und somit haben wir ein Leistungsgewicht von 6 Kilogramm pro PS. Und ich sage ja immer, 5 Kilogramm ein sportliches Auto, 10 Kilogramm eine Familienkutsche. Der geht also durchaus als sportliches Auto durch, zumindest nach dem Leistungsgewicht. Ja, zum Fahrwerk kann man schön was sagen. Wir haben eine Luftfederung hier im Fahrzeug. Und die schunkelt auch so ein bisschen, aber wenn man Luftfederung vom PKW kennt, vom hochpreisigen PKW, dann denkt man ja, wie auf einer Sänfte, das ist hier nicht so. Du spürst hier schon durchaus die Unebenheiten auf der Straße und die werden weitergereicht. Zudem schaukelt das Auto auch so ein bisschen. Ich sage jetzt nicht, dass es sich aufschaukelt, aber es schaukelt halt schon so ein bisschen, ne? Gerade hier Nickbewegungen und so, macht das auch ganz lustig mit. Trotzdem finde ich, für ein Nutzfahrzeug ist die Luftfederung wirklich sehr angenehm.
dir mal den Wendekreis hier an. Und es macht durchaus Spaß, den Wagen zu fahren, bloß eben nicht bei höheren Geschwindigkeiten, weil dann wird es irgendwie so ein bisschen eierig. Gut, jetzt ist die Straße hier mal kurz frei. Kommen wir mal zum Stand, das geht und Vollgas. Oh, es macht immer wieder Spaß, wenn ich das öfters gemacht habe, ne? Und zack, sind so bis über 100. 7,8 Sekunden, er braucht nur 7,8 Sekunden, um hier das ganze Stahl und Metall in Wallung zu bringen, auf 100 km/h zu bringen. Die Höchstgeschwindigkeit, die erreicht man dann bei 179 km/h. Ja, bei so viel Kraft und so viel Masse braucht man natürlich gute Bremsen. Rundherum ums Fahrzeug haben wir Scheibenbremsen. Und wir hatten vorhin auf der Autobahn, das war jetzt nichts Dramatisches, aber da sind wir mal ein bisschen doller in die Eisen gegangen. Das Fahrzeug stand sofort still. Also sage ich mal, die Bremsen sind angemessen, passen zu Leistung und Fahrzeuggewicht. Im Übrigen kann man sie aber auch fein dosieren, wobei der Druckpunkt, dass wirklich was passiert, erst noch so ein bisschen kommt. Ne? Also man drückt und jetzt spüre ich wirklich, dass es halt auch greift, die Bremse. Ich fahre hier die ganze Zeit lustig mit Hinterradantrieb. Ich könnte jetzt auch noch Allrad zuschalten bzw. dem Auto sagen, wann immer du Allrad brauchst, nimm es doch einfach mit. Aber bei den Bedingungen, die wir hier haben, trockene Straße, Sonne, alles ist schön, der Asphalt ist gut, tut das weiß Gott nicht Not. Und dann kann man halt auch einfach eben mit dem Hinterradantrieb unterwegs sein. Wir haben aber auch noch zwei weitere Fahrprogramme, das hatte ich euch ja gezeigt. Einmal 4-Wheel-Drive permanent in High und Low. Das sind dann aber wirklich Arbeitsprogramme, die sind nicht zum Rumfahren gedacht, sondern damit du halt ordentlich auf der Baustelle vorankommst. Und man kann für den Ram auch richtige Sperren bekommen, zumindest für die Hinterachse eine ordentliche Sperre. Da gibt es zwei Ausführungen, allerdings nur in Amerika. Ich glaube nicht, dass die so auch bei AEC ausgeliefert werden. Da muss man sich dann nochmal reinfuchsen, wenn einem das wirklich wichtig ist, wenn man Offroad fahren will. So, fahren wir nochmal auf die Autobahn. Ich beschleunige hier in der Kurve gar nicht groß hoch, weil es einfach keinen Spaß macht und weil die Sitze auch keinen Seitenhalt bieten. Jetzt stelle ich mich aber tatsächlich nochmal aufs Gaspedal. Hoppla. Seht ihr gar nicht so viel von, ne? Egal. 150. 170 und dann fängt er schon an, das Ganze ein bisschen rauszunehmen, das Gas. Ja gut, kann ich auch gut sein lassen. Und hier bei den höheren Geschwindigkeiten, also hätte ich jetzt nicht so eine langjährige Erfahrung als Autofahrer, würde ich, glaube ich, ein mulmiges Gefühl kriegen, weil du hast zwar noch genug Kontakt mit der Straße, aber es fühlt sich einfach nicht so an, als wäre es richtig. Finde ich zumindest. Also die Leute, die mit so einem Ram dann mit 180 über die Bahn knallen, kann ich nicht nachvollziehen. Hätte ich keinen Spaß dran einfach. Was ich viel geiler finde hier mit dem Auto, ist schön cruisen, 130 bis 150. Da macht das auch Spaß, ist alles ganz entspannt. Und was man auf keinen Fall vergessen soll bei dem Fahrzeug, ist halt, ich reite gern drauf rum, die Breite von 2,47 Meter. Also auf der Autobahn hier, die erste Baustelle, die kommt, kannst du dich schön hinter die Laster einreihen, weil du auf der linken Spur definitiv nicht fahren darfst. So, jetzt habe ich den adaptiven Tempomaten mal gesetzt auf 100 km/h. Lustigerweise fährt das Auto dann 104, ne? Man weiß nicht warum. Er dreht auf jeden Fall bei 1800 Umdrehungen. Und ich bin auch schon im achten Gang. Das kann ich hier über diese Plus-Minus-Tasten sehen. Und bei 100 läuft der Wagen auch ruhig. Man nimmt kaum Windgeräusche wahr. Die setzen dann aber bei 120 schon recht deutlich ein. Passierende Laster höre ich auch sehr deutlich. Ich habe zwar echt viel Abstand zu den Kollegen, aber die Dämmung hier im Auto ist dann auch nicht so super. Jetzt kommen halt die ersten Windgeräusche, vom Motor höre ich weiter nichts, ist trotzdem angenehm ruhig im Fahrzeug. Und er dreht jetzt bei 2000 Umdrehungen.
Ja, bei 140 nehmen die Grundgeräusche noch mal zu. Wir drehen jetzt bei gut 2200 Umdrehungen. Ich kann mich aber immer noch ruhig mit euch verständigen, wobei ich schon finde, dass das Grundgeräusch im Auto schon ein bisschen lauter geworden ist. Ja, und 160 probieren wir natürlich auch noch mal aus. Jetzt wird es schon lauter. Also jetzt sind die Windgeräusche so laut, dass ich definitiv meine Stimme hebe. Und bei der Geschwindigkeit möchte ich auch nicht unbedingt mich unterhalten noch. Aber ich sag ja hier so chillige 140, da läuft der Wagen richtig schön lecker durch. Und was halt auch immer wieder schön ist, wenn man mal beschleunigen muss, dann kommt der V8, der hört sich gut an. Das ist hier keine irgendwie hochgekünstelte Auspuffanlage, sondern du hörst einfach nur den V8 laufen und der hört sich halt gut an. So butterweich, seidenweich, das macht Spaß halt. Der 5,7 Liter hier. Dann noch das Automatikgetriebe hier, der Wandler von ZF. 8 Gänge habe ich zur Verfügung, die ich ja hier über diese Plus-Minus-Tasten auch vorwählen und dann nutzen kann. Also ich kann hier durchaus schalten, habe quasi Schaltwippen am Lenkrad. Habe ich nicht genutzt, brauchten wir nicht. Wir haben keine Ladung, wir haben keine Anhänger dran. Ich wollte es nur erwähnt haben, dass es geht und da ist dann aber auch so ein bisschen Verzug drin, wenn man schalten möchte. Das Getriebe selber hat ruhig geschaltet, es hat unauffällig funktioniert. Es war nichts, wo wir irgendwie gedacht haben, komisch, warum macht er das? Und das ist ja schön, so will man ja ein Automatikgetriebe haben. Ja, Zuschauerfrage mal, das würde mich wirklich interessieren, wie viele von euch sind schon mal mindestens Sprinter gefahren? Noch lieber würde ich wissen, 7,5 Tonner. Aber Sprinter wird mir schon reichen, um mal zu horchen, wie viele von euch so ein Auto, so eine Dimension schon mal erlebt haben und auch gelenkt haben. Schreibt es mir da unten mal gerne in die Kommentare rein, bitte. Apropos 5,7 Liter, wir haben einen WLTP-Verbrauch von 15,6 Liter und NEFZ ist mit 14,9 Liter angegeben. Wir sind jetzt hier tiefenentspannt gefahren, 714 Kilometer und kommen auf einen Verbrauch von 14,2 Liter. Da würde ich sagen, Chapeau, das haben wir hervorragend gemacht, wobei wir da auch LPG gefahren sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das wirklich ordentlich umrechnet, ich vermute aber mal schon. Also kann man den Wagen auch effizient fahren, wenn man das hier weitestgehend einfach mal weglässt, ruhig beschleunigt und nicht besonders schnell fährt, weil es ist schon klar, der hat so ein bisschen Widerstand hier bei Geschwindigkeit, also Luftwiderstand. Ich glaube, den Ram, entweder liebt man ihn oder man hasst ihn. Viel dazwischen gibt es nicht. Ich mag das, zumindest das Auto zu fahren, wenn man so ein bisschen LKW-Gefühl hat. Trotzdem so einen schönen Motor unter der Haube, der so butterweich schnurrt, genug Leistung hat, um dieses Fahrzeug auch entsprechend anzutreiben. Und ja, es macht einfach schon Spaß, weil es halt so ungewohnt ist. Ob ich ihn im Alltag bewegen wollen würde, ich glaube eher nein. Da wäre mir das Fahrzeug auf Dauer zu groß. Was mich nochmal interessiert hätte, aber das können wir bestimmt nächstes Jahr vielleicht mal nachholen, ist meinen neuen Hänger hier hinten dran zu hängen, um zu sehen, ob man da überhaupt was merkt, wenn man so eine Tonne als Anhänger hinten dran hängen hat. Aber sonst gibt es hier keine Klagen bei dem Auto. Dann komme ich nochmal zu den Assistenzsystemen. Fängt damit an, ich habe eine Cruise Control. Aber wie das in Amerika so üblich ist, die Amis verstehen ja gar nicht, warum wir diese Adaptive Cruise Control haben. Da gibt es einen Tempomaten, den kannst du setzen und wieder beenden. Oder du trittst halt auf die Bremse und dann beendet er sich selber. Und das war es dann auch schon. Ne? Also Ende Gelände. Mehr braucht man ja auch gar nicht quasi. Ja, dann haben wir noch einen Totwinkelwarner hier, ein Signet in der Spiegelfläche. Das meldet sich aber echt spät. Da ist der Wagen quasi schon hinten auf Höhe von der Grüß muss auch mal sein, oder? Das Fahrzeug schon auf Höhe von der Ladefläche und dann ist die Warnung auch ein bisschen spät, aber besser spät als gar nicht. Und von daher
Ja, war es das auch schon. Es gibt keinen Spurhalteassistenten, es gibt keine Verkehrszeichenerkennung. Auf die Assistenten muss man verzichten. Wenn man aber eh entspannt und ruhig fährt, dann brauchst du die ja auch nicht so unbedingt. Wobei ich finde gerade, dass der Ram auch ein Langstreckenfahrzeug sein kann als Zugfahrzeug, da würde ich mir die trotzdem wünschen eigentlich. Ja, Kinder, das war's auch schon wieder. Das war unsere Videokaufberatung zum Ram 1500, ne? 1500, den wir als Laramie Sport gefahren sind, mit Deckel oben drauf, Anhängerkupplung und Prinz Gasanlage. Ja, zwei Punkte immer zum Ende, die negativ sind. Der erste ist gar nicht mal so negativ, sondern es ist einfach nur, man muss sich über was klar sein. Wenn man sich dieses Auto kauft, ist man nicht mehr in der PKW-Klasse unterwegs, sondern man fährt quasi einen Sprinter. Also von den Abmessungen. Du kommst nicht mehr auf normale Parkplätze, das kannst du hier abschminken, kommst nicht mehr normal in ein Parkhaus rein, einfach von den Abmessungen. Du musst halt woanders parken, ne? Das muss dir halt klar sein, wenn du so ein Fahrzeug kaufst. Beim Sprinter ist dir das klar, hier möchte ich nochmal explizit darauf hinweisen. Und der zweite Punkt ist, das Fahrwerk ist jetzt nicht unbedingt für deutsche Straßen zum Schnellfahren gedacht. Also so als Beispiel, man hat ja so seine Strecken, wenn du deine Hausstrecke hast, wo du auf einer kurvigen Straße auch mal 120 fahren könntest, ohne das natürlich jemals ausprobiert zu haben, weil du auf der Landstraße maximal 100 fährst, dann bist du hier eher im Bereich 70 km/h unterwegs und denkst auch schon so, wow, Digga, was geht, ne? Ja, das sind die zwei negativen Punkte. Positiv hingegen, der Platz im Innenraum, hier für 5 Personen hast du Platz satt. Das kennen wir so nicht von Pickups, zumindest nicht von den europäischen oder den Modellen, die hier sonst auf dem Markt angeboten werden. Da ist hinten meistens ein Sparangebot. Hier sitzt du hinten noch wie King Karl halt, ne? König Ludwig, was auch immer. Und das gilt halt auch für die Ladefläche und die Zuladung. Du bekommst hier 2 Europaletten auf das Fahrzeug drauf und darfst sogar eine Tonne noch extra zuladen. Damit sparst du dir als Häuslebauer zum Beispiel den Anhänger. Ne? Hier, Verkaufsstrategie für eure Frauen, ne? Ihr wisst Bescheid. Ja, wer keine Frau wird dieses Auto wollen, weil es einfach so riesengroß ist. Ja, wenig Frauen wollen dieses Auto wollen. Alex hebt gerade die Hand, seine Frau ist ganz schockverliebt. Aber mit diesen Abmessungen, das ist schon sehr speziell. Und was euch auch klar sein muss, ein Sprinter mit ähnlichen Dimensionen könnt ihr auch so viel zuladen. Allerdings nicht so mal eben draufgekippt. Und der verbraucht halt deutlich weniger, ne? Das ist auch nochmal ein Punkt. Aber hier kannst du zumindest mit Gas fahren. Lalala, ich höre einfach auf. Was sagt ihr? Solche Autos, sind die noch zeitgemäß? Ist leider geil oder nein, geht ganz und gar nicht? Ich denke, was er auf jeden Fall tut, er wird polarisieren. Die einen finden es geil, die anderen finden es richtig scheiße. Ne? So ist es nun mal. Ja, ich habe Spaß gehabt, ihn zu fahren, der Alex auch. Und wir freuen uns auf eure Kommentare. Schreibt uns alles, was ihr denkt, unten in die Kommentarspalte rein. An dieser Stelle gebt uns auch gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr bis hierhin durchgehalten habt. Ich verabschiede mich jetzt wie immer. Bleibt gesund da draußen. Tschüss, bis dann. Euer Jan.